Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medios und eine eurer Fragen war, ob ich nicht mal ein Sprüchlein lassen könnte zu Pulsoximeter oder Blutdruckmessgerät. Was nach Möglichkeit für Laien nach Möglichkeit mit am Mann draußen im Wald und auf der Heidi oder irgendwo auf freier Wildbahn? Und ich möchte mal so ein paar Sprüchlein zulassen. Zum einen ist dieses technische Equipment in Richtung Vitalzeichenermittlung und Erhebung zwar ganz nett, aber ich will es für euch mal wirklich brüllend einfach machen. Viele von euch denken da viel zu kompliziert an, das muss es gar nicht sein. So, wie erkenne ich jetzt, ob es mir oder einem meiner Nächsten, je nachdem, wer von uns gerade um die Wette am meisten brach liegt, kreislauftechnisch jetzt gerade geht, wirklich geht? Das ist gar nicht schwierig, das ist keine Raketenwissenschaft. Man nehme einen Daumennagel, auf diesen Daumennagel drückt man drauf. Dieser Daumennagel färbt sich ziemlich genau weiß. Jetzt lassen wir diesen Daumennagel durch. Wenn dieser Daumennagel länger als 30 Sekunden um und bei 30 Sekunden weiß bleibt, dann wühlt euer Patient in der Innentasche nach dem Löffel des Lebens, um diesen im hohen Bogen aus der Hand zu transferieren. Das heißt, euer Patient hat ein echtes, ernsthaftes Kreislaufproblem. Der gehört medizinischer Kavallerie zugeführt. Und zwar pronto, wenn wir mal so ganz ehrlich sind. Damit da unten am Finger oder am Daumen oder wie auch immer irgendwas an Blut ankommt, müssen wir einen gewissen Blutdruck haben. An diesem Verfärben des Fingernagels können wir halt sehen, ob sich das wieder entsprechend schnell mit Blut füllt oder nicht. Wenn es sich halt nicht schnell genug mit Blut füllt, haben wir, wie gesagt, ein ernsthaftes Kreislaufproblem. Das heißt, dass dann allein schon unsere Blutdruck viel zu niedrig ist. Also wirklich viel zu niedrig. Puls messen und Puls tasten. Leute, das ist schwierig. In meiner Krankenpflegeausbildung haben wir im ersten gesamten Lehrjahr nicht viel anderes als Betten machen, Patienten waschen und Vitalzeichen ermitteln gemacht. Und zwar ohne Fingerpulsoximeter. Das heißt, du hast jeden Tag, wo du bummelig irgendwo so um die 30 Patienten mindestens einmal, eventuell sogar mehrmals am Tag den Puls misst. Wenn du das also mal aufs Jahr hochrechnest, da kommst du schon zu ein paar Mal Pulsmessen zusammen und du kriegst da tatsächlich Übung drin. Aber, großes Aber, in einer Stresssituation haben auch Profis oder die, die sich dafür halten, mit diesem Pulstasten wahnsinnig große Schwierigkeiten. Und dann kommt als Pulswert teilweise auch nicht selten das raus, wie gerade ihre eigene Herzfrequenz ist. Und bei dem einen oder anderen ist das Herzilein schon ganz schön fix am Galoppieren, auch wenn der noch so professionell ist. Eins meiner Lieblingsbeispiele, wir sind hier gerade zum Reanimationstraining für eine Notfallsanitäterprüfung gewesen. Da hat entsprechende Kameradin beim Drücken selber eine Frequenz von 120 gehabt. Da habe ich für einen Moment erstmal überlegt, wer soll denn jetzt geschockt werden, der Patient oder die Puppe? Oder wer von beiden ist jetzt der Patient? Oder wie war die Frage? Also, langsam raten Cowboys. Fingerpulsoximeter, das sehen wir jetzt hier einmal. Das macht einmal eine Messung über eine Infrarot-Leucht- und Fotodiode und misst die Sauerstoffsättigung im Blut. Je höher, desto besser. Bei manchen bestimmten Grunderkrankungen ist dieser Sauerstoffpartialdruck ein bisschen niedriger. In der Regel sollte der so um und bei 99% liegen. Bis 94, 93% ist für mich persönlich noch nicht so der Punkt, wo ich anfange mit den Flügeln zu schlagen. Aber wenn es dann irgendwann unter 90% geht, da stell dann auch ich mal den Kaffeebecher ab und gehe in tiefere Forschung. Das kann zum Beispiel sein bei Leuten mit schweren Lungenerkrankungen, das kann sein bei Leuten, die irgendwas angeatmet haben, irgendwelche Flüssigkeiten oder so angeatmet haben, wo der Gasaustausch nicht mehr richtig funktioniert. Aber das kriegt ihr schon mit. Der macht sich schon auf ganz andere Art und Weise
Verständlich. Bei Leuten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung ist dieser Sauerstoffwert meistens deutlich niedriger. Aber diese Gerätschaften sind halt kein hundertprozentiger Garant und geben keine hundertprozentige Sicherheit oder geben häufig eine falsche Sicherheit. Denn das Ding ist, damit dieses Pulsoximeter einen vernünftigen Wert anzeigen kann, brauchst du wieder einen bestimmten mittleren arteriellen Druck. Das kann passieren, dass der Patient noch so ein bisschen nuschelnd mit dir kommuniziert und dann zeigt dein Pulsoxi schon nichts mehr an. Aus dem ganz einfachen Grund, weil dieser Druck an den Fingern inzwischen so niedrig ist, dass dein Patient da kurz davor ist, den Kanal zu wechseln. Und das sagt dir das Pulsoxi vorsichtshalber nicht dazu. Auch da gehört eine ganze Menge an Übungen und Erfahrungen dazu. Und die kriegt ihr nicht von YouTube alleine und die kriegt ihr auch nicht von Luft und Liebe. Was also tun? Wenn ihr schon in ein Blutdruckmessgerät investieren wollt, für zu Hause, in einfach, das sehen wir jetzt hier einmal. Die gibt es teilweise vom Discounter und selbst die vom Discounter sind für zu Hause wahnsinnig gut. Da, wo ihr bitte die Finger von lasst, das sind diese komischen Handgelenkgeräte, die haben eine so hohe Messfehlerquote, das hat schon nichts mehr mit Toleranz zu tun. Das ist so scheiße, dass es eigentlich schon fast wieder lustig ist. Keine Handgelenkgeräte, Druckluftmann, also die Blutdruckmanschette am Oberarm, Gerät mit einer gescheiten Anzeige. Gerade wenn man irgendwo mal über 50 ist, dann darf man sowas auch gerne mal ohne Brille ablesen können. Das geht, das ist auch nicht lange traurig. Das sagt dir dann halt auch, wie dein Blutdruck ist. Es sagt dir aber auch was zur Pulsfrequenz. So, wie wird Blutdruck generell tatsächlich gemessen? Mein absoluter Klassiker, wo ich mich jedes Mal wieder wegschmeißen könnte, es geht zum Hausarzt des Vertrauens ins zweite OG ohne Fahrstuhl und du hast eh die ganze Zeit Kopfschmerzen. Mit was für einem Blutdruck kommst du da oben im zweiten Stock wohl an? Richtig. Wenn du eh schon Kopfschmerzen hast, ist es etwas, was deinen Blutdruck eh schon erhöht. Das heißt, wenn du da oben irgendwann mal lebend angekommen bist, dann hast du einen Druck auf dem System, dass dir fast die Zylinderkopfdichtung rausfliegt. Dass es so sind, dann sofort zu messen, ist der größte Schwachsinn, den man machen kann. Das ist aber in Hausarztpraxen in diesem unserem Land gängige Praxis. So, wie macht man das in einer guten Kardiologiepraxis, also in einer Facharztpraxis, die sich mit dem Herzlein beschäftigt? So, da gehst du erstmal in ein Räumchen. Dieses Räumchen ist einigermaßen schön, ist hell gestaltet, es läuft vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik oder auch nicht, je nach Geschmack. Dann wirst du da erstmal auf einer, also einem halbliegenden Zustand irgendwo gepackt. Ein bisschen Oberkörper hoch, hat so ein bisschen was von Camping oder Liegestuhl. So. Und da liegst du dann erstmal 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Dann kommt eine verblüffend gut aussehende Arzthelferin und misst deinen Blutdruck. So, und dann hast du einen Wert, der Realität entspricht. Das ist nämlich der Ruhepuls und das ist der Ruheblutdruck. Klingonisch ist aber so. Hört aber nicht jeder gleich gerne. Alles andere kann man ja abrechnen. Wenn man dann da irgendwie die Kiekeberger Nordwand erklimmt hat und dann irgendwie einen Druck hat, der kaum mit dem menschlichen Leben zu vereinbaren ist, das kann Monsieur le Docteur nämlich witzigerweise in bare Münze umsetzen, nämlich in Blutdruckmedikamente. Oh, nach Möglichkeit irgendwie seinen besten Kumpel, den Kardiologen, nochmal dazu holen. Dann wird man nochmal zum Kardiologen gezerrt. Dann wird da in die medizinische Glaskugel geguckt. Oh, es hat gute Gründe, dass ich da echt, Gott sei Dank, weit weg von bin. Ne? Ich neige dann ja immer zu fachlichem Tourette. Aber wenigstens das kann ich gut. Wenn tatsächlich Gerät, was ihr auch mobil dabei haben wollt, dann solltet ihr euch wirklich schulen lassen. Das ist nämlich nicht mal eben und dazu gehört wahnsinnig viel Übung und Erfahrung, das sagte ich gerade. Und dann sind diese manuellen Blutdruckmessgeräte mit der guten alten Druckanzeige, mit dem guten alten Manometer und ein dazugehöriges gutes, und ich betone extra gutes Stethoskop, das ist euer Mittel der Wahl. Damit werdet ihr Freunde. Aber, und auch das sage ich immer wieder gerne, packt euch nichts ins Geraffel, womit ihr nicht wirklich hundertprozentig umgehen könnt und womit ihr euch nicht sicher seid. Denn sonst seid ihr nicht der Endzeitgeile Macker, der Coole, der Klimmer der Klippen, sondern dann seid ihr eventuell Teil des Problems.
Ich glaube, das will keiner von euch. Meine Damen und Herren, mir war es wie immer ein inneres Blümchenpflücken. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Macht keinen Blödsinn und wenn doch, dann lasst mich wenigstens über Social Media dran teilhaben. Bis zum nächsten Mal.